Ah, dann können wir die Voodoo-Puppe finden. Okay. Voodoo-Puppe haben wir. Gießkanne, Schlüssel, Hake. Schlüssel. Gießkanne. Da ist die Hake. Da ist der Löffel. Ich werde es so machen wie du, Lars. Wie hat der Lars es denn gemacht? Flügel. Eine Gießkanne. Da haben wir einen Flügel. Da haben wir noch einen Flügel. Oh Gott, was wie Gießkanne. Wie könnte man das denn noch übersetzen? Mit Eimer? Tasse hier? Nein. Flasche. Gießkanne, Gießkanne, Gießkanne. Askari hat mir auch den, hat er auch den Follow-Button gedrückt. Das freut mich sehr schön. Das freut mich sehr schön, ja. Gießkanne. Watering Pot oder Watering Can. Also Pot oder Tasse. Eine Gießkanne. Seht ihr hier irgendwo eine Gießkanne? Würde mich ja mal interessieren, ob ihr eine Gießkanne seht, die ich nicht sehe. Na, so ist besser. Ich warte sogar extra ein bisschen. Ja, das ist richtig, Sabrina. Das Spiel, das hat's ordentlich in sich. Die Wimmelbilder sind auch deutlich ganz rechts. Ach, da! Sehr gut, Lars. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wir haben eine Hake. Ach so, damit können wir jetzt vor dem Haus das Laub wegkehren. Also Lars guckt einmal drauf, ich gucke die ganze Zeit dahin und finde nichts. Komm, das kannst du auch ein bisschen schneller zusammenhaken. So. Kurz mal eben das nachschauen. Okay, was hatten wir denn jetzt? Eine Kette haben wir bekommen. Gib mal Kette, Alter. Okay. Wo können wir eine Kette gebrauchen? Fehlt die hier? Nein. In der Küche sind. Ach, da oben ist noch was. Edward, der Code lautet 100. Lösung. Beifahrersymptom. Das Haus kackt irgendwie irgendwelche Sachen. Oder ging es um das Spiel? Es ging um das Spiel. Beifahrersyndrom. Okay. Jetzt haben wir Lösungsmittel und eine Kette.
Komm, hau mit der Axt auf den Schmetterling drauf. Eine Kette. Was soll ich jetzt mit einer Kette machen? Also ich muss ja echt ein paar Tipps machen. Ich habe manchmal nicht die Geduld, dann sowas zu machen. So, da komme ich nicht mehr weiter. Kann ich... 1, 0, 1... Ach, 1 Uhr. Habe ich jetzt den Vogel eingesammelt? Willst du mich eigentlich fnatzen? Ich weiß nicht, da steht Lösung drauf. Ist das vielleicht so eine... So... könnte ich mal versuchen mit dem Wasser. Aber ich glaube nicht, wir müssen ja das Feuer löschen. Ich glaube nicht, ja. Ne, das ist es nicht. Wir müssen ja dieses größere Feuer hier unten ausmachen. Dieses Feuer hier. Und da brauchen wir dann schon was anderes. Reicht keine kleine Flasche leider. So, haben wir jetzt... Achso, das ist nur das Ding. Das haben wir. Das haben wir auch. Jetzt fehlt das hier noch. Jetzt haben wir einen Kuckuck. Da kommen wir nicht weiter. Das Haus bricht auseinander. Achso, das meinte Julia mit, das Haus kackt Sachen aus. Ach, da oben kommt der Kuckuck rein. Okay, da fehlen immer noch Teile. Kommt die Kette da irgendwo hin? Nein. Ich nehme noch mal einen Tipp. Okay, hier hinten dran. Ah ja, eine Mais. Ein Maiskolben. Ist hier sonst noch irgendwas Interessantes? Nö. Ah, jetzt kriege ich wahrscheinlich die Ratte da raus. Und dann kann ich den Eimer nehmen und mit dem Eimer kann ich dann das Wasser holen. Puh. So, Kreuzung. Löschen, bitte. Platz. Ja, der Typ hier rastet mal kurz. Das ist viel zu heiß zum Anfassen. Ja, gut. Ja, klar, im Feuer lösen machen wir im Wimmelbildspiel. Drei Rosen. Ein Fernseher, ein Brecheisen und ein Feuerlöscher. Eine Axt sehe ich hier schon. Da haben wir schon mal eine Rose. Da ist der Fernseher. Da ist der Feuerlöscher. Da ist der Eimer. Eine Sanduhr. Ach, die Maus da, meinst du? Da haben wir noch eine Rose. So, die letzte Rose sehen wir jetzt nicht so selbst direkt. Ein Blitz, da ist die Sanduhr, da ist der Blitz. Ist das das Netz? Ja. Da ist das Brecheisen. Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht denn, Alter? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Eine Rose, die wir jetzt nicht sehen. Okay, wir haben Wasser. Ach. Da haben wir die Rose. Was bekommen wir? Entweder den Eimer oder den Feuerlöscher. Ne, wir bekommen ein Schmetterlingsnetz. Gut, mit dem Schmetterlingsnetz gehen wir dann zurück in das Haus. Fangen die Glühwürmchen ein.
So, Deckel drauf. Ein Luftloch reinmachen. Ah, jetzt haben wir da oben die Zeiger. Und noch so eine geheimnisvolle Schriftrolle. Die Auserwählte befreit die brennenden Seelen. Und löscht die Flammen in den Herzen. So, kommen jetzt hier die Zeiger hin. Es fehlen immer noch Teile für die Uhr. Oh. Aus. Dahin, okay. Gehen wir mal zur Kreuzung. Das brauchen wir. Dankeschön. Ist hier sonst irgendwas? Ich weiß nicht, wie man ein Auto kurz schließt. Ich muss es löschen. Du musst gar nichts. Wir gehen nämlich jetzt erstmal zum Friedhof. Und setzen da das Bildchen ein. Jetzt müssen wir die wahrscheinlich orten. Orten die Fotos mit der zu den richtigen Rahmen. Okay, dann passt der dahin. Der passt nicht dahin. Der könnte da auch nicht hinpassen. So, wer hat denn so einen halben Hut drauf? Na, das passt auch nicht. Der ist richtig, der ist auch richtig. Der ist auch richtig. So, der Kappe, so der Schirm nach links. Das könnte er hier sein, genau. Passt der? Der passt auch. Der, jawohl. Wunderbar. Passt, perfekt. Oh Mann. Ein Pendel. Das Pendel gehört bestimmt in dieses Haus hier rein. Müssen wir jetzt nach und nach diese Uhr zusammenbauen. Ordne die Zahnräder so an, dass sich alle Mechanismen der Uhr bewegen. What? Ach so. Wo sind denn die Mechanismen? Ach, die sind da oben. Oder was? Dass sich alle Mechanismen in der Uhr bewegen. Ne, ich brauche ein großes Zahnrad. Ne, das passt auch nicht. Ne, das ist da schon richtig. Dann können wir das da hinsetzen. Dann brauchen wir ein größeres. Ja, wo soll ich denn hin überhaupt? So, bewegt sich alles. So, der dreht sich, der bewegt den. Muss wahrscheinlich darüber greifen. So, das passt da auch. Der greift da nicht, der greift da auch nicht.